Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Dieses Zitat von Bertolt Brecht findet auch in unserem Grundgesetz in abgeänderter Form Erwähnung. Und das, meine Damen und Herren, ist die Daseinsberechtigung der Alternative für Deutschland. Unsere Partei wurde nicht von Berufspolitikern gegründet, obgleich die Alternative für Deutschland bereits hervorragende Berufspolitiker hervorgebracht hat, sondern von Bürgern wie Sie und ich, welche diese Politik nicht für weiter tragbar halten, da sie ganz offensichtlich nicht im Interesse des deutschen Volkes betrieben wird. Meine Damen und Herren, liebe Parteifreunde, mein Name ist Lynn Kupitz, ich bin 36 Jahre jung, ich bin verheiratet, habe einen 17-jährigen Sohn. Ich bin Mitglied der Köter-Rasse, also Deutsche. Ich bin seit 4 Jahren Mitglied der AfD, habe dem Parteigründungstag in Berlin beigewohnt, bin seit Juni 2013 stellvertretende Sprecherin des Kreises Heinsberg und ebenso Gründungsmitglied des Kreisverbandes Heinsberg und habe über Nordrhein-Westfalen hinaus unsere Partei bei Veranstaltungen und Demonstrationen gern unterstützt. Meine Eltern verließen mit mir und meiner Schwester Sachsen im Jahre 1984, um im Westen ein neues Leben zu beginnen. Ein Leben fernab von einem niedergehenden Sozialismus, der seine Bürger Stück für Stück entmündigte und ihnen nur die Wahl ließ, Teil des Systems zu sein oder in ihm unterzugehen. Vielleicht ist es dieses sächsische rebellische Blut, was mich im März 2013 dazu veranlasste, in die Alternative für Deutschland einzutreten. Ganz sicher aber war es auch der damalige 10-Punkte-Plan, der auf dem Kern genau das traf, was für die Probleme zuständig war. In unserem Land gibt es viele Gründe, um ein Rebell zu sein. Die Probleme liegen quasi vor der Tür. Ich lebte fast 10 Jahre in dem berüchtigten Bonner Stadtteil Tannbusch-Mitte. Tannbusch gilt heute als gefährlicher Brennpunkt, ist also eine No-Go-Area, welche es laut Innenminister Jäger in Deutschland überhaupt gar nicht gibt. Mit vielen Einwanderern aus islamischen Ländern und hoher Kriminalität. Integration, wenn es sie jemals gab, gilt dort als gescheitert. Ich habe von frühester Jugend an Diskriminierung durch gleichaltrige ausländischer Herkunft in Tannbusch erlebt. Ich bin es leid zu akzeptieren, dass wir im eigenen Land von bestimmten Gruppen beleidigt, bespuckt, zusammengeschlagen, vergewaltigt, niedergestochen oder ermordet werden. Neuerdings auch eben gehäuft von jenen, welche mehr wert sind als Gold und angeblich zu uns kamen, um bei uns Schutz zu suchen. Wir müssen im Interesse unseres Landes endlich eine ehrliche Diskussion darüber führen, wen wir in Deutschland aufnehmen wollen und wen wir nicht wollen, weil er eben nicht bereit ist, sich zu integrieren oder uns offen ablehnt. Wer zu uns will, muss auch ein Teil von uns werden wollen. Ohne Zwang, ohne Integrationskurs muss man sich in diesem Land und seiner Geschichte und Kultur verbunden fühlen. Wir brauchen niemanden, der unser Land und uns Deutsche eigentlich verachtet und nur zu uns kommt, weil es hier einen gut ausgebauten Wohlfahrtsstaat gibt, der lieber erst gibt und dann fragt, ob man überhaupt berechtigt ist, staatliche Leistungen zu beziehen. Vor allem müssen wir auch offen darüber reden für die Menschen, die schon seit Jahrzehnten in unserer Mitte gut integriert leben und dadurch ebenfalls benachteiligt werden. Liebe Parteifreunde, holen wir uns endlich das zurück, was uns gehört, unser Deutschland. Lasst uns zusammen dafür kämpfen, lasst uns dafür streiten, dass die nächste Generation es mindestens genauso gut haben wird, genauso frei mit den gleichen Chancen aufwachsen kann, wie wir es konnten. Ich sage dies auch als Mutter eines 17-jährigen Sohnes. Ich will nicht, dass mein Sohn inmitten einer Gesellschaft leben muss, in der Terroranschläge, Werteverfall, Ghettoisierung, Arbeitslosigkeit, soziale Ungerechtigkeit und der Islam eine immer stärkere Rolle einnehmen. Eine Gesellschaft, die anders als uns suggeriert wird, nicht bunt, sondern mehr und mehr schwarz verhüllt und gespalten sein wird in Gläubige und Ungläubige. Versucht mal, liebe SPD, einem Arbeiter mit Mindestlohn oder Leiharbeit, der seine Familie ernähre und zur Aufstockung gezwungen ist, obwohl er mindestens 40 Stunden die Woche arbeiten geht, zu erklären, warum auch die von ihm erwirtschafteten Überschüsse nicht Verwendung zur Verbesserung seiner Situation, zur direkten Verbesserung seiner Lebensumstände und die seiner Familie verwendet werden, weil die Gelder eben dazu genutzt werden, die Lebensumstände von denen zu verbessern, die doch niemals in unser Sozialsystem eingezahlt haben. Versucht ihm mal zu erklären, warum er nicht in den Urlaub fahren kann, obwohl er arbeitet. Wie mag er sich fühlen, wenn er den Medien entnehmen muss, dass hier bei uns aufgenommene Flüchtlinge in ihre Heimatländer reisen, um dort Urlaub zu machen und Familien zu besuchen in Länder, aus denen sie angeblich wegen Krieg, Terror und Bedrohung zu uns geflohen sind.
Die Altparteien haben ihr Profil verloren. Sie sind mannigfaltig. Im Grunde haben sie all ihre Ideale, die sie für die entsprechenden Schichten wählbar machen, verloren. Und genau aus diesem Grund haben sich nicht die Bürger von den Altparteien entfremdet, sondern die Parteien haben sich von den Bürgern entfremdet. Eben von diesen, von denen sie den Auftrag bekamen, seine Interessen politisch zu vertreten. Und ebenso aus diesem Grund bekommt die Alternative für Deutschland kontinuierlich Zuwachs, bekommt das Vertrauen dieser sich nicht mehr vertreten fühlenden Bürger. Auch in Zukunft wird uns ein harter Wind entgegenwehen, werden unsere Vorschläge als populistisch abgekanzelt und belächelt, um dann einige Wochen später mit neuem Logo versehen, als eigene Entwicklung nah am Bürger verkauft zu werden. Mit der Alternative für Deutschland zieht der Bürger, der Wähler in den Bundestag, diejenigen, die eben mitten aus dem Volk kommen und den Bezug zur alltäglichen Realität nicht verloren haben. Und wir werden trotz all dem Gegenwind und all dem Hass und der Gewalt gegen uns standhaft bleiben, um eine Veränderung in unserem Land herbeizuführen, die von den Altparteien nicht mehr zu erwarten sind. Liebe Parteifreunde, liebe Kollegen, ich bin mir durchaus bewusst darüber, dass diejenigen von Ihnen, die mich wählen, dies tun, weil sie mich kennen und weil sie mir vertrauen und weil sie mir die Aufgabe im Bundestag auch zutrauen. Ich bin mir allerdings auch bewusst darüber, dass dieses Vertrauen nur auf Pfand herausgegeben wird. Herzlichen Dank. Danke. Gibt es Fragen an die Kandidatin? Bitte schön. Ja, danke schön, Linden, für die tolle Rede. Kompliment auch an deinen Mann, denn der lässt dir richtig viele Freiheiten. Ich sehe dich seit 4 Jahren fast an jeder Veranstaltung. Du nimmst deinen Job sehr wahr. Ich traue dir auch viel zu, weil du ein gutes Allgemeinwissen hast. Aber jetzt verrate uns doch bitte mal, was willst du denn, in welchen Ausschüssen willst du uns im Bundestag bewirken? Danke, dass du gewählt wirst. Ich dachte, das geht aus meiner Rede hervor. Mich interessiert halt sehr diese mangelnde Integrationsbereitschaft einiger Einwanderungsgruppen in diesem Land und die völlig verquerte, chaotische Asylpolitik von Frau Merkel. Okay, nächste Frage. Ja, Krämer, Kreisverband Köln. Lind, gute Rede. Frage, du hast von aus mitten im Leben gesprochen, mitten aus dem Volk. Was qualifiziert dich da für den Bundestag? Danke. Ja, ich finde eigentlich recht viel. Ich meine, sehen wir es mal von der Seite. Also erstmal finde ich Arbeit, egal welches, immer ehrenwert. Zweitens, ich habe 2 abgeschlossene Berufsausbildungen und würde sagen, ich habe damit einigen Leuten, besonders in der Grünen Fraktion, schon mal was voraus. Und drittens, Abgeordnete in allen Abgeordnetenhäusern dieses Landes sind letztendlich ein Spiegel dieser Gesellschaft. Und zu unserer Gesellschaft gehören nicht nur Professoren, Doktoren, Juristen und Lehrer, sondern eben auch Normalos wie ich, die diesen Apparat maßgeblich mit am Laufen gehalten haben. Und ich denke mal, dass sich der Wähler auch mit Annalena Kubitz dahingehend sehr gut identifizieren kann, ja. Ja, Fahrberg, Kreis Oberberg, Frau Kubitz. Es ist ja, liegt nahe zunächst mal, dass man, wenn man über unsere deutsche Problematik spricht, dass die Migranten an der Reihe sind und dass man sie auch ablehnt. Ja. Wie beurteilen Sie das Verhältnis der Schuld zwischen deutschen Politikern und den Migranten, die ja eigentlich gekommen sind, weil sie eingeladen werden? Würden wir nicht genau dasselbe tun, dann sollen wir die Schuld sehen. Danke. Ja, da haben Sie natürlich recht, wenn man eingeladen wird und kommt und dann wird halt ein Beutel voller Geld versprochen, wäre man ja blöd, wenn man das nicht macht, wenn man aus armen Verhältnissen kommt, sicherlich. Natürlich ist die Politik dafür verantwortlich zu machen. Würde ich auch gerne tun. Mit der AfD gehen wir als politische Opposition in den Bundestag. Unsere Aufgabe wird sein, als geschlossenes Team dagegen zu halten, immer den Finger in die Wunde zu legen und genau denen das aufzuzählen. Danke sehr. Nächste Frage. Ja,
Helga Kaffer-Köln. Im Bundestag werden Sie natürlich auch auf Personen stoßen, die sich auf Sachgebiete ziemlich spezialisiert haben und da sehr kompetent sind. Wie wollen Sie sich gegen die behaupten? Danke. Wie ich in meiner Rede schon erwähnte, wir sind alle keine Politiker, wir sind Bürger, die jetzt die Möglichkeit haben, in den Bundestag zu gehen. Alles, was ich weiß, habe ich mir angelesen, habe ich aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus erlernt. Und die Kompetenz, eine gute Politikerin zu werden, die werde ich mir wie jeder andere dort auch erarbeiten müssen. Klar. Danke. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, eine Fragemöglichkeit wäre noch. Schauen wir mal zur rechten. Schauen wir zur linken Seite. Scheint nicht der Fall zu sein. 3, 2, 1, 0. Und bedanke mich recht herzlich dafür. 176 Wahlzettel. Ungültig 1. Enthaltung 0. Nein gegen alle 5. Gibt. Die 176 minus 1 geteilt durch 2 ist 87,5 aufgerundet. Bedeutet, Quorum ist 88 Stimmen. Es haben erreicht Fräulein Bilge 44 Stimmen. Herr Ralf Nienhaber 53 Stimmen. Frau Kerstin Gabracht 55 Stimmen. Frau Jessica Malisch 71 Stimmen. Herr Dr. Bauch 83 Stimmen. Herr Guido Kreber 89 Stimmen. Frau Lena Kubitz 93 Stimmen. Und Herr Zülke 100. So, das bedeutet, dass der Reihenfolger Zülke, Kubitz, Gratulation, Sie nehmen die Wahl an. Und als letztes dann den Schluss zur Wahl. Ich muss kurz überlegen. Achso, noch eine gute Hand.